Social Learning ist heute das Thema und der Kollege hat mich auch gebeten, das zieht sich so durch die ganze Webinarwoche, ein Zitat noch an den Anfang zu stellen. Sie finden es hier unten von George Siemens, Our Ability to Learn. What we need for tomorrow is more important than what we know today. Mir schien es ganz passend zu sein für das Thema Social Learning, obwohl ich dem Herrn Siemens nicht ganz zustimme in allem, was er sagt. Für die, die ihn nicht kennen, das hat nichts mit dem deutschen Konzern zu tun, sondern der George Siemens ist ein kanadischer Professor, der eine neue Lerntheorie veröffentlicht hat. Und anders als andere Lerntheorien sagt der Herr Siemens, dass es nicht mehr darauf ankommt, wie der Einzelne lernt, das heißt, wie der Vorgang der Informationsverarbeitung im Gehirn nun abläuft. Es ist auch nicht mehr wichtig, möglichst viel zu wissen, sondern es ist wichtig, möglichst gut vernetzt zu sein, sei es mit anderen Personen oder über technische Hilfsmittel. Und diese neue Lerntheorie nennt er Konnektivismus. Also wer Interesse hat, kann unter George Siemens und Konnektivismus einfach mal googeln und gucken, was er dazu geschrieben hat. Das ist auch ein recht überschaubarer Aufsatz, der aber für sehr viel Aufsehen gesorgt hat. Nun aber noch ein kurzer Zwischenschritt und dann zum Inhalt. Was ich heute leider nicht bieten kann, ist das Folgende: eine Abkühlung. Wir hatten schon ein paar Absagen mit der Begründung, ich muss unbedingt die Kinder ins Schwimmbad fahren. Also nochmal von meiner Seite vielen Dank, dass Sie sich die halbe Stunde Zeit nehmen bei diesem wirklich heißen Wetter. Wir selbst sitzen heute hier in der Zentrale von TTS im Keller des Altbaus. Es ist einigermaßen erträglich. Manchen geht es doch sicher doch schlechter. Ja, wir wollen starten in das Thema Social Media. Das ist ja etwas, was alle irgendwie betrifft und wo alle mitmachen, mit einer kleinen Umfrage. Das heißt, es gibt jetzt gleich am Anfang was für Sie zu tun. Der Kollege hat da zwei Umfragen vorbereitet, wo wir einfach mal erfahren wollen, wie es denn bei Ihnen aussieht. Wie nutzen Sie denn Social Media? Zum einen privat und zum anderen auch geschäftlich. Und dazu sehen Sie jetzt die folgende Kurzumfrage und sind gebeten, da vielleicht einfach einen Klick zu setzen. Es ist durchaus sinnvoll, auch mehrere zu setzen, weil sicher viele von Ihnen mehrere davon nutzen. Die Frage war, welche Social-Media-Angebote nutzen Sie privat? Dann sehen Sie hier mit 90% ganz vorne Wikipedia, mit 87% Social-Netzwerke wie Facebook, Xing, LinkedIn. Danach kommt mit 58% YouTube, dann mit 45% Expertenplattformen und mit 39% Blogs, zum Beispiel auch Twitter. Wobei man hier jetzt wahrscheinlich nochmal gucken müsste, wer wirklich in Wikis mitschreibt. Das dürfte der kleinere Teil sein und wer es dann passiv nutzt, das machen die meisten quasi als Online-Lexikon nutzen. Da ist es dann eigentlich weniger Social Media in dem Sinne, aber natürlich trotzdem eine passive Nutzung. Kommen wir zur zweiten Umfrage. Es geht darum, wie Sie das Gleiche nur beruflich einschätzen. Also nicht nur am Arbeitsplatz in Facebook surfen und was Privates machen, sondern hier geht es wirklich um die beruflich, wie soll ich sagen, interessierte, bedingte Nutzung. Und was machen Sie da in Ihrem Unternehmen zu Unternehmenszwecken denn aktuell schon? Ja, hier sind die Balken schon, wie zu erwarten, ein klein bisschen weiter nach links gerutscht. Trotzdem erstaunlich, internes Social Network ist relativ weit. Hätte ich jetzt gar nicht so in der Ausprägung erwartet. Die Videoplattformen, klar, im Unternehmen auch gar nicht so üblich. Blogs wie Microblogs, Wikis sicher auch eher im Nachschlagemodus, nehme ich mal an. Und die Expertenplattformen, ja, wenn sie denn eingeführt sind, guckt man sicher auch mal nach. Trotzdem so in der Tendenz ein Stück weit weiter nach links geschoben. Wir dürfen auch nicht vergessen, die, die jetzt heute hier teilnehmen und auch ein Webinar verwenden und auch mit der modernen Technik vertraut sind, spiegeln sicher nicht ganz den Durchschnitt der werktätigen Bevölkerung wider. Die Bitkom hat neulich eine bundesweite Befragung gemacht in 2012, wie das nun beim Unternehmen allgemein aussieht. Und das vergleicht man vielleicht mal mit unseren Umfrageergebnissen. Wie wird das von Unternehmen genutzt? Ich habe hier die Übersicht in der Grafik, die sozialen Netzwerke auch hier ganz weit vorne, die Videoplattformen deutlich nach hinten gerutscht. Man sieht auch, dass große Unternehmen einen etwas größeren Anteil haben. Das liegt sicher auch am etwas größeren Angebot, das die so haben. Wenn man jetzt mal nicht nur fragt, was haben sie im Angebot, sondern für was wird das nur genutzt, kommt man zu folgenden Übersicht. Und hier, und das ist jetzt wirklich eindeutig, stehen die Themen wie Werbung, Marketing, PR, Öffentlichkeitsarbeit ganz weit vorne.
Das Thema des heutigen Webinars ist ja Social Media und Lernen im weitesten Sinne, Wissenstransfer. Und wenn man guckt, wo man das nun findet, vielleicht unter Wissensmanagement, ein Stück weit Kommunikation, vielleicht auch Kollaboration, aber das sind all die Dinge, die hier nicht gehypt werden. Das ist das Ergebnis, es ist vielleicht nicht bei jedem und in jedem Unternehmen so, aber im Großen und Ganzen wird Social Media eigentlich immer von der Marketingabteilung verantwortet. Social Media wird genutzt, um sich in irgendwelchen Plattformen als Unternehmen gut darzustellen. Es werden Scouts eingesetzt, es werden Beratungshäuser beauftragt, es werden Blogs geschrieben, aber es geht immer um die Darstellung nach außen in der nach außen gerichteten Community. So wird Social Media bisher verstanden. Und wenn man jetzt mal nur nachfragt nach dem Thema des heutigen Webinars, wie sieht es denn unternehmensintern aus? Was wird denn bisher unternehmensintern an Wissensaustausch, an Kollaboration tatsächlich gemacht? Und das trifft vielleicht nicht hier für alle zu. Aber wenn man sich diese Folie mal anschaut, und die Folie ist jetzt nicht von uns, sondern die haben wir mit freundlicher Unterstützung von der SAP bekommen, ein großer Teil der Mitarbeiter nutzt dieses sozialen Netzwerke im Unternehmen nie. Und vielleicht haben es auch andere schon erlebt, es gibt in dem einen oder anderen Unternehmen mal so ganz große Pläne, es wird ein Blog, eine Social Media Plattform ins Leben gerufen, am Anfang schreiben da alle ein Hallo rein, am Anfang gibt es vielleicht auch den einen oder anderen Kommentar, der dann zurückkommentiert wird und nach wenigen Tagen schläft es wieder ein, weil das, was da passiert, einfach nicht interessant ist. Auf der Folie wird es hier auch als soziale Geisterstätte bezeichnet, das heißt also, es gibt eigentlich relativ viele Beispiele, wo Social Media nicht funktioniert in Unternehmen. Nicht funktioniert, meint unternehmensintern nicht funktioniert. Nicht funktioniert für Wissensaustausch. Nicht funktioniert im Sinne des Unternehmenszweckes, nämlich das Unternehmen in irgendeiner Form leistungsfähiger oder produktiver zu machen. Wenn man jetzt überlegt, wie könnte denn eine Lösung aussehen, das besser zu machen und mal ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut, wo kann denn sowas funktionieren, wo funktioniert es schon, wo könnte man sich ein Beispiel nehmen? Ich gebe zu, das ist vielleicht nicht ein ganz naheliegendes Beispiel, aber für die Gamer unter Ihnen dürfte dieses Bild vielleicht interessant sein oder bekannt sein, nicht interessant, bekannt sein. Das ist eine Szene aus dem Videospiel World of Warcraft. Dieses Spiel, ich selbst kenne es nicht richtig, sondern ich habe es kennengelernt über meinen Sohn, ist eine unglaublich komplexe Welt, in der sich große Mengen an Usern gemeinsam verabreden, um als Zwerge oder Monster oder was auch immer bestimmte Aufgaben zu erfüllen, andere Monster zu erlegen, komplexe Dinge zu tun. Solche Spiele gibt es in Massen im Internet. Solche Spiele haben mittlerweile Produktionskosten, die an Hollywood-Blockbuster rankommen oder diese sogar übertreffen. Und wer spielt es? Das sind meist Jugendliche, ich muss zugeben auch meist männliche Jugendliche, die sich aber in diesen Spielen weltweit organisieren. Und Studien haben ergeben, dass dieses sich organisieren, dieses sich austauschen, mittlerweile bei vielen anspruchsvollen Rollenspielen den größeren Zeitrahmen beansprucht als das Spielen selbst. Das heißt, man verabredet sich in Gruppen, um dort gemeinsam Pläne auszuhacken, einen Angriff zu starten, gemeinsam den Schatz zu finden. Also die Idealform eigentlich an sozialer Kollaboration, zielgerichtet auf ein bestimmtes Ziel hin. Ich will den Schatz finden, ich will das Monster erlegen. Es gibt sogar, ich habe da neulich einen Vortrag gehört auf einer interessanten Tagung, sogar schon erste Unternehmen, die sogar, das ist eher in den USA, die sogar ihre Bewerber schon aussuchen nach solchen Rollenspielen. Das heißt, die gehen dort in den Spielen gezielt auf die Suche nach Führungspersönlichkeiten, die also solche Gruppen anleiten und koordinieren. Zusammengefasst, in solchen komplexen Online-Spielen funktioniert das schon. Zumindest zeigt das die kommende Generation, die sogenannte Generation Y, und die kommt ja jetzt so schrittweise in die Unternehmen und wird immer mehr die unternehmensinterne Kommunikation auch bestimmen. Wenn man das jetzt mal versucht zu übertragen auf die Anwendung in Unternehmen, was könnte man daraus ableiten? Das ist wirklich nur eine Idee. Ich präsentiere heute kein fertiges Produkt und keine fertige Lösung, sondern Ideen und Umsetzungsvorschläge für Social Media in Unternehmen und wie kann das erfolgreich werden. Wenn man das überträgt aus der Spielewelt, es funktioniert dann, wenn man eine konkrete Aufgabe verknüpft. Social Media, einfach so, zum so mal plaudern,
funktioniert vielleicht im privaten Bereich, wenn ich irgendwie mitteile, wo ich gerade mein Eis esse auf Facebook, aber sicher nicht im Unternehmen mit dem einfachen Hallo. Sondern diese Aufgaben und Ziele, die sind es, die uns antreiben, die will ich schneller erledigen, dort will ich Erfolg haben und das muss mit der sozialen Interaktion, mit Social Media verknüpft werden. Die Teilnahme muss motiviert werden. Nur wenn ich etwas davon habe, und da spreche ich nicht von irgendwelchen virtuellen Tokens oder sonstigen Anreizsystemen, sondern ich muss einen erfahrbaren Nutzen haben, ich muss schneller vorankommen. Ich muss die benötigte Information finden. Wenn ich diese Motivation habe, dann beteilige ich mich auch an dem sozialen Austausch. Ich will was geben und nehmen. Wenn man dieses Nutzenargument nimmt, da kann man auch noch eine andere Parallele ziehen. Das ist eines der besten erforschten Modelle in der pädagogischen Psychologie. Das ist das Technology Acceptance Modell. Nach Davis, schon relativ alt, wie Sie sehen, 1989. Es wird aber in unterschiedlichsten Modifikationen immer noch als das Standardmodell gesehen. Eine neue Technologie nutzen hängt vor allem von zwei Faktoren ab. Und der eine davon ist nochmal stärker. Der etwas weniger wichtige ist die wahrgenommene einfache Bedienbarkeit. Es darf nur wenige Klicks entfernt sein, es darf nicht kompliziert sein, ich muss es intuitiv nutzen können. Und der zweite und noch wichtigere Faktor ist der wahrgenommene Nutzen. Was habe ich davon, wenn ich das tue? Habe ich irgendeinen Vorteil davon? Kann ich irgendwas schneller, besser tun als andere, wenn ich mich da beteilige? Habe ich mehr Infos? Habe ich einen Vorteil? Und nur wenn beide Dinge zusammenkommen, dann erfolgt die tatsächliche Nutzung. Und das gilt nicht nur für Social Media, das gilt auch für alle möglichen technischen Geräte, die man betrachten kann. In der Überschrift kam es ja schon zum Ausdruck, es ist dabei oder beim heutigen Webinar auch ein ganz konkretes Produkt im Fokus schon, ein Produkt, das diese Idee aufgreift. Dieses Produkt heißt SAP Gem. Das ist jetzt keine direkte Produktwerbung für SAP, sondern dieses Produkt passt perfekt zu der vorher dargestellten Idee, Prozesse, Aufgaben, konkreten Nutzen und Social Media direkt miteinander zu verbinden. Da geht es nicht nur um die Einrichtung von irgendwelchen Diskussionsforen irgendwo, sondern es geht um eine direkte Verbindung der Arbeitsaufgabe mit der Diskussion darüber. Einem Austausch am Objekt, am Prozess, in der konkreten Situation. Und SAP ist einfach, weil sie natürlich die Software bauen, die eben diese Prozesse in der Arbeitswelt unterstützt, der ideale Anbieter, um auch die entsprechende Social-Media-Software damit zu verknüpfen, weil die können direkt reingreifen, in die Transaktion, in die verschiedenen Module, die es bei SAP für die tägliche Arbeit gibt. Eine bisschen andere Darstellung, auch die Folie wieder mit freundlicher Unterstützung von SAP zur Verfügung gestellt, sieht es aus Sicht von SAP so aus. Es ist also eine durchgehende Anbindung aller Prozesse an die soziale Interaktion. Natürlich wird im Endeffekt auch an die Außenwirkung gedacht, die steht aber nicht im Fokus. Auch Partner, Händler, Kunden, Lieferanten sollen natürlich dauerhaft in ein Social-Media-Szenario eingebunden werden. Der Nukleus, der Kern, ist aber das Unternehmen mit den internen Prozessen, mit dem Austausch zu bestimmten Themen und Aufgaben. Wie muss ein Arbeitsprozess aussehen, damit man jetzt irgendwie einen Mehrwert bekommt durch Social Media? Weil das war ja die Prämisse, Social Media funktioniert dann, wenn es irgendwie einen Mehrwert schafft. Und da habe ich einfach mal vier Thesen aufgestellt, mit der Bitte, die durchaus gerne kritisch zu hinterfragen, noch Kommentare dazu zu senden oder mir in Diskussion zu treten. Die erste These ist, es wird nur diskutiert, wenn die Aufgabe der Prozess einen gewissen Schwierigkeitsgrad hat. Über einfache Dinge, über tägliche Abläufe und Routinen diskutiere ich nicht. Es muss also eine gewisse Komplexität in der Aufgabe sein, sonst macht Social Media keinen Sinn. Also am Fließband brauche ich keine Social Media Gruppe einrichten. Auch komplexe Aufgaben können eindeutig sein. Bestes Beispiel sind Transaktionen in SAP. Wenn ich eine komplexe Transaktion durchlaufe, habe ich trotzdem in der Regel eine eindeutige Sequenzierung der Aufgabe. Das heißt, ich mache erst das und dann das nächste. Ich muss dann nicht drüber diskutieren mit jemand anders, ob ich es vielleicht anders machen könnte, weil das System das nicht anders zulegt. Kann zwar unglaublich kompliziert sein, trotzdem gibt es keinen Diskussionsbedarf. Der Wissenstransfer wäre hier eher durch eine Anleitung zu leisten, nicht durch eine Diskussion. These Nummer 3.
Es muss eine Wissensverteilung vorliegen. Das heißt, es muss so sein, dass ich zur Lösung dieser Aufgabe, dieses Prozesses, dieses Problems unterschiedliche Personen brauche. Wenn ich den einen Experten habe, der das alles kann, brauche auch mit niemand drüber reden. Typische Beispiele ist zum Beispiel die Erstellung von E-Learning. Wenn ich ein E-Learning erstellen möchte, ein Lernangebot mit elektronischen Medien, brauche ich dazu Techniker, ich brauche Didaktiker, ich brauche Gestalter, Designer und vielleicht auch noch andere mehr. Das ist so ein typisches Beispiel, wo ich unterschiedliches Know-how brauche, um die Aufgabe zu lösen. Und die vierte und letzte These dazu ist der mediale Mehrwert im Hinblick auf Zeitraum und Speicherbarkeit. Medialer Mehrwert meint, diesen sozialen Austausch kann ich ja eigentlich auch irgendwie anders haben. Wenn mein anderer Expertenkollege, der vielleicht das fehlende Stück Wissen hat, im Büro next door sitzt und ich ihn täglich bei der Kaffeemaschine treffe, brauche ich wahrscheinlich auch kein Social Media. Das heißt, für Kleingruppen, die ständig beisammen sind, bringt es in der Regel auch keinen Mehrwert, sondern es ist dann sinnvoll, wenn ich verteilte Gruppen habe, zum Beispiel die SAP selbst mit globalen Entwicklungsteams, die sich abstimmen müssen, vielleicht auch die Geschwindigkeit, die notwendig ist, über verschiedene Zeitzonen Dinge zu diskutieren, und natürlich ein Mehrwert, der grundsätzlich gegeben ist durch das Medium, ist die Speicherbarkeit. Das heißt, jede spontane Kommunikation in der Kaffeeküche ist flüchtig, wenn ich etwas Interessantes diskutiert habe und wir zu einer Lösung gekommen sind. Selbst wenn ihr Kollegen sind, die direkt nebeneinander im Büro sitzen, dann hat kein anderer was davon. Diskussionen in Social Media sind aber langanhaltend speicherbar, so wie unsere Präsentation heute. Man kann dann einfach nochmal nachgucken, was haben die denn damals für eine Lösung gefunden, wie sieht das denn aus. Soweit meine Thesen mal dazu. Ich hatte dazu auch einen Fachaufsatz geschrieben. Wer Interesse hat, ich schicke den dann gerne zu. Wie geht es nun weiter? Es ist so, dass das Produkt von SAP noch keineswegs letztendlich fertig ist, sondern in der Entwicklung. Natürlich ist die Lösung schon erhältlich und für die genannten Bereiche funktioniert es auch klasse, aber wir sind da noch lange nicht am Ende. Das ist gerade ein Start in diese Entwicklung. Da wird sich noch viel tun. Zum Beispiel wird zur Learning Solution sicher noch was kommen, um auch im Lernumfeld, in der On-Premise-Welt was diskutieren zu können. Ich darf natürlich keine Entwicklungsdinge von SAP hier sagen, bin ich nicht befugt als Partner. Aber es wird sich einiges tun. Diese Nutzungsszenarien, die ich beschrieben habe, das sind Ideen, das sind erste Ideen. Die Sache ist, wie gesagt, am Anfang, wir wollen dazu in den Dialog mit dem Kunden treten. Wir sind auch mit der SAP selbst hier im engen Gespräch, in der engen Abstimmung. Wir wollen gemeinsam auch Workshops machen, um solche Anwendungsszenarien zu definieren, auch gemeinsam mit Kunden zu definieren. Wenn Sie sich jetzt hier angesprochen fühlen im Webinar als Kunde, gleich kommt auch noch meine E-Mail-Adresse, kommen Sie auf uns zu, wenn Sie das Thema interessiert, hier mitzudiskutieren, hier mitzuentwickeln. Wie gesagt, wir sind am Anfang einer Entwicklung, wir sind am Anfang des Social Enterprise, die Generation Y kommt erst noch, wir sind auf dem Weg dorthin. Natürlich als Beratungshaus, als Unternehmen, das mit dem Know-how Geld verdient, wollen wir Beratungsangebote an den Markt bringen, die das spiegeln, was ich gesagt habe. Wir wollen mit dem Thema natürlich auch wachsen, noch sind wir am Anfang, wir werden sicher da weitere Schritte machen und natürlich auch gerne Pilotprojekte aufsetzen. Die Frage, die jetzt in den Raum geht, ist natürlich die Frage nach Ihrem Interesse und natürlich, man kann keinen Vortrag über Social Media halten, ohne auch ein Diskussionsforum dazu anzubieten. Das ist jetzt ein klassisch losgelöstes, weil extern, aber vielleicht trotzdem ganz sinnvoll, dass sich die Interesse haben, damit zu diskutieren, mal für eine Zeit lang in so einer Community zusammenfinden und überlegen, was sie gemeinsam denn da anstellen könnten.